Also, hallo und herzlich willkommen in die Runde. Heute ist Montag, der 21.8. Gut, und der zweite Aspekt, den wir uns anschauen werden, ist die Real Estates aus den USA. Und hier habe ich euch mal wieder den US Real Estate ETF gegenübergestellt mit der Finanzkrise. Ja, das ist genau der Verlauf, den ich hier drüber gelegt habe. Und meiner Meinung nach gleicht das leider, leider muss ich dazu sagen, finde ich ja auch nicht schön, immer noch viel zu sehr, ich habe jetzt hier 200 Fenster offen, ich muss mal ein paar zumachen, dem damaligen Verlauf. Ja. Machen Sie die gleichen Fehler wieder. Ja, hier ist meine Liste an Branchen und Sektoren, die kann weg. Ja, hier unten. Das ist der iShares US Real Estate Index. Ja, hier ist die Finanzkrise. Ne, hier habe ich mir die so angeguckt, habe das mal so kopiert, habe das mal ausgemessen mit den Rückläufen. Dann habe ich das ans Hoch gelegt. Ne. Es gleicht nicht genau, aber ich finde, es gleicht erschreckend dem damaligen Verlauf. Erschreckend, ja. Und wenn jetzt hier das Topping oder diese Bodenbildungsphase scheitert, schaut mal hier, na, ich ziehe euch noch mal eine kleine Linie da rein als Orientierung. Tief. Hier ist ein Tief, das ist ein tieferes Tief. Hier wäre das dieser Bereich, ja. Hier ist es sauber durchtrennt worden und dann hat es sich noch mal gewehrt, hat diese gleitende Durchschnitt angehandelt, stark volatiler Tag. Er hat den Markt nicht in den Griff gekriegt und dann ging es runter. Ja, Bruch, versucht sich nochmal zu wehren und dann säuft das irgendwann ab. Und wir kommen jetzt in die ganz, ganz heiße Phase. Jo. Ich habe es da Dead Cat Bounce genannt. Ja, eine tote Katze springt auch ab und zu nochmal und das wäre dann, ne, dann geht's, ne, bricht sie durch die Straße durch. Nee, ist ja nur so eine Analogie, ja. Gut. Hier unten habt ihr die Indikatoren auch wieder an die Mittellinie ran. Hier sogar gegen eine Überbewertung. Man hat sich wirklich dagegen gestemmt und der Schaden konnte bisher nicht repariert werden. Das ist meine Interpretation der aktuellen Lage. Ja, man hat sich dagegen gestemmt, man hat es probiert, aber charttechnisch im Prinzip nicht Boden gut machen können. Noch nicht. Ich habe jetzt mal Folgendes hier gemacht für euch. Diese Krise ist die Dotcom-Blase gewesen. Ne? Die habe ich jetzt hier in der Vergangenheit. Hätte ich auch noch mit einblenden können, aber dann wird das alles ein bisschen enger. Diese Krise hier, 2007, da ging es los. Der Zins wurde hochgeprügelt und fängt an zu stagnieren. Und irgendwann ist der Zins zu hoch. Der Häusermarkt kollabiert. Immobilien haben Probleme damit, ja. Hier, das war die Vorphase vor Corona, ja. Und hier sind wir jetzt gerade und im Prinzip der Abfall ist schon da. Und jetzt wurde der Zins noch dramatischer hochgeprügelt als damals. Damals waren dann so faule Hypothekenkredite auch mit das Problem. Jetzt haben wir hier eben umkippende Regionalbanken und so weiter, ja. Mir schmeckt das einfach nicht. Ich kann mir das nicht angucken und sagen, ja, da gehst du mal long. Also ich bin dann eher, jo, da stellst du dein Depot mal lieber krisensicher ein. Und wenn ich dann von spreche, dass Probleme gelöst werden müssen in China, da kollabieren ja auch schon die Wirtschafts-, die Immobilienfonds, ja. Wenn Probleme gelöst werden, hier muss ein Problem gelöst werden. Hier muss ein Problem gelöst werden. Oder die Wirtschaft oder die Immobilien müssen damit zurechtkommen. Dann können wir einen Haken dran machen und dann fange ich an, mich auch zu entspannen. Wenn das nicht gemacht wird, regelt es der Markt. Ja, der Markt regelt das brutal, der ist da gnadenlos. Und dann werden marode Unternehmen auch und die Investoren, die da drin sind,
im Prinzip vertrieben, korrigiert und ja, die bösen, wie soll ich es jetzt sagen, ohne da zu viel Blut. Es gibt sehr marktmächtige Marktteilnehmer, die das garantiert auch zu ihren Gunsten versuchen zu nutzen, ja. Und in Europa sieht es nicht anders aus. Hier habe ich euch mal den europäischen Immobiliencharts mit eingeblendet. Wenn ich den mir hierher hole. Ne? Also hier seht ihr das Ganze nochmal für die europäischen Immobilien. Geht es uns hier besser? Nein, gar nicht. Ne? Erholung, naja, hat hier noch das 38er hinbekommen. Kann man noch ein bisschen hoffen. Jetzt zweite Chance. Ne? Ich hole euch das Bildchen hier nochmal raus. Müsste ich noch haben, das hier. Abwärtsverkauf. Impuls, Gegenbewegung, ne, die hätte sogar ans 50er laufen können, hier oben hin, diese Erholung hier, 23, das wäre immer noch kein gutes Zeichen gewesen, dann würden wir immer noch im Krisenmodus hier sprechen. Zweite Standbein wird hier gebildet. Ne, Test des zweiten Standbeins, Käufe, Schwäche und wenn jetzt der Trend hier bricht, Enttäuschung.